Kürze diesen Bruch. Wir bezeichnen den Zähler mit p von x und werden dieses Polynom faktorisieren durch das Gesetz vom Rest. Dazu suchen wir also einen Zahlenwert für x, bei dem dieses Polynom 0 ergibt. Das versucht man mit den ganzen Teilern von 6. Die ganzen Teiler von 6, das sind diese 8 Zahlen. Versuchen wir zum Beispiel mit 2. Dann erhalten wir p von 2, das ist 2 hoch 3 minus 4 mal 2 Quadrat plus 2 plus 6. So. Wir achten hier auf die Reihenfolge der Operationen. Zuerst berechnen wir diese Potenzen. 2 hoch 3, das macht 8. 2 hoch 2, das macht 4. Also erhalten wir so 8 minus 4 mal 4, das heißt minus 16, plus 2 plus 6. Und diese Summe ergibt 0. Was bedeutet, dass wir dieses Polynom umschreiben können in die Form x minus diese 2 mal ein Polynom zweiten Grades. Und dieses Polynom zweiten Grades werden wir berechnen durch das Horner-Gitter. Dazu schreibt man in eine erste Zeile die Vorzahlen der Potenzen von x in diesem vollständigen und geordneten Polynom, geordnet nach abfallender Reihenfolge der Exponenten. Das ist geordnet und auch vollständig. Also schreiben wir die Vorzahlen der Potenzen von x, das heißt 1, minus 4, 1, 6. 1, minus 4, 1, 6. Jetzt ziehen wir das Horner-Gitter und setzen in diese Zelle diese Zahl 2 hinein. Diese 1 rutscht nach unten, so, von da nach da wird multipliziert. 2 mal 1, das macht 2. Diese Antwort schreiben wir dahin und vertikal wird addiert. Minus 4 plus 2, das macht minus 2. 2 mal minus 2 macht minus 4. 1 plus minus 4, das macht minus 3. 2 mal minus 3 macht minus 6. Und 6 minus 6, das macht 0. Wir müssen hier 0 finden, denn das ist der Rest der Division, diese 0. Wir deuten jetzt dieses Horner-Gitter in diese Form. 1 mal x hoch 3 minus 4 mal x Quadrat plus 1 mal x plus 6, also dieses Polynom, gleich x minus 2 mal 1 mal x Quadrat minus 2 mal x minus 3. Man könnte jetzt denken, dass man auch den Nenner faktorisieren muss, aber dieser Nenner entspricht genau diesem Trinom zweiten Grades, was also bedeutet, dass wir unseren Anfangsbruch, den wir so umschreiben können, sofort kürzen können durch dieses Trinom zweiten Grades. Und somit finden wir als Endantwort x minus 2.